Kunden, Freunde und Interessenten von EchoBot. Ich freue mich sehr, heute ein paar Worte an Sie richten zu dürfen und begrüße Sie im neuen Jahr 2018, auch alle neu hinzugewonnenen EchoBot-Kunden, die mich vielleicht persönlich noch nicht kennen. Bevor ich anfange, Ihnen etwas über den Jahresrückblick 2017 zu erzählen, was wir erreicht haben, worauf wir stolz sind und was wir dieses Jahr in 2018 alles vorhaben, möchte ich den neuen Kollegen und Kunden gerne noch einen kurzen Überblick über unsere Vision, die Mission und einige Use Cases von EchoBot geben. Die Mission von EchoBot ist, dass wir relevante Daten und Informationen liefern, die mehr Geschäftserfolg in einer digitalisierten Arbeitswelt ermöglichen. Dies bedeutet, dass wir den ganzen Tag daran arbeiten, die weltbeste Plattform für Business Information Intelligence zu entwickeln. Business Information Intelligence ist im Prinzip ähnlich wie normales Business Intelligence, mit dem Unterschied, dass wir externe Informationen, die in der digitalen Welt täglich entstehen und verfügbar sind, für die Erkenntnisse und Analysen heranziehen. Das liefert Ihnen einige sehr spannende Use Cases. Beispielsweise den Echtzeitzugriff auf eben jene digitalen Datenströme. Im Online-Kontext, im Social-Media-Bereich, Handelsregisterinformationen, Jahresabschlüsse, Social-Media-Daten, alle Informationen laufen zentral in EchoBot zusammen und können von Ihnen direkt zugegriffen werden. Die Vernetzung externer Daten, solcher Datensilos mit Ihren internen Systemen, ist eine weitere ganz zentrale Funktion, auf die wir sehr stolz sind, dass beispielsweise automatisch Adressaktualisierungen in Ihr CRM-System einlaufen können oder Sie, wenn es Kundenfeedback im Social-Media-Bereich gibt, direkt und automatisch informiert werden. Der dritte Bereich dieser automatischen Analysen und Alerts ist wahrscheinlich das, mit dem Sie uns bisher am meisten in Verbindung bringen, denn hier kommen wir aus unserem EchoBot Monitoring Produkt schon seit Jahren her und haben auch da die größte Kundenbasis und Fangemeinde. Aber gerade wenn man diese Informationen sich dann im Detail anschaut und mit Algorithmen auswertet, erkennt man doch, dass jeden Tag neue Chancen, aber auch vielleicht Risiken in Ihrer Lieferantenkette entstehen, die wir es ermöglichen, dass Sie diese auswerten können. So viel vielleicht ein bisschen zum Kontext. Was haben wir jetzt 2017 erreicht? Was haben wir gemacht? Für EchoBot war die Zahl 40 sehr entscheidend, denn wir haben 40% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr hinlegen können und sind auch jetzt bei 40 Mitarbeitern hier am Standort in Karlsruhe angekommen, sodass wir eigentlich sehr stolz sind auf die Entwicklung und was unser Team hier erreicht hat. Einige der wichtigen Meilensteine, insgesamt waren es über 60 Neuerungen, die wir im Laufe des Jahres produziert haben in den unterschiedlichen Abteilungen, möchte ich dennoch aber hier explizit erwähnen. Begonnen hat das Ganze mit einer massiven Datenerweiterung für unsere Produkte EchoBot Connect und EchoBot Target. Insgesamt verfügen wir jetzt über 1 Million Firmendossiers in dem Index und über 7 Millionen Kontakt- und Entscheiderdaten. Und wir haben auch deutliche Qualitätsverbesserungen erreicht und da auch massiv investiert, um eben Ihnen noch bessere und qualitativ hochwertigere Informationen zu liefern. Insgesamt investieren wir weiterhin sehr viel in den Bereich Forschung und Entwicklung. Ganz vorne an im Bereich der Machine Learning Technologie, wo wir jetzt mit 5 Leuten mittlerweile forschen und neue Systeme bauen. Einer der Algorithmen ermöglicht es beispielsweise, ganz automatische Suchprofile zu erzeugen. Mit einem Klick auf die Firma haben Sie schon Ihren fertigen Pressespiegel, da das System automatisch im Kontext erkennt, um welche Firma es sich handelt. Ein weiterer Bereich aus Forschung und Entwicklung war die Einführung unserer API, also eine zentrale Schnittstelle, die es Ihnen ermöglicht, auch direkt auf unsere Informationen zuzugreifen oder über Third-Party-Tools wie beispielsweise Zapier bestimmte Abfragen in Ihre Prozesse und Workflows zu integrieren. Zum Jahresende haben wir dann aufgrund des wachsenden Indexes bei über 7 Milliarden Einträge auch etwas an unseren Systemen machen müssen und haben sehr, sehr viel in die Stabilität investiert, sodass es da auch einige kleine Ausfälle gab. Und wir freuen uns jetzt sagen zu können, dass die Systeme wieder sehr stabil laufen und auch gerüstet sind für noch mehr Daten, wozu ich gleich beim Ausblick in 2018 auch noch etwas sagen möchte. Zu guter Letzt möchte ich Sie auch einladen, gerne unsere EchoBot App herunterzuladen, sowohl im iOS Store als auch im Google Play Store können Sie diese finden unter EchoBot und haben da Zugriff auf Connect, also die Firmendossiers, direkt von überall, von jedem Zeitpunkt
aus, an dem Sie sich hier Zugriff verschaffen möchten. 2018 wird ein sehr, sehr spannendes Jahr. Wir beginnen das Jahr wahrscheinlich im Q2 mit dem Launch unserer neuen Monitoring-Version 2.5. Es wird dieselbe Oberfläche bleiben, die gewohnten Funktionen sind drin. Allerdings kommen neue Funktionalitäten gerade aus dem Machine Learning-Bereich hinzu, beispielsweise automatisches Geotagging für Locations. Das bedeutet, dass Sie Artikel, in denen bestimmte Orte oder Regionen erwähnt werden, automatisch angezeigt bekommen, gerade wenn Sie im Bereich Tourismus zum Beispiel aktiv sind. Ein sehr, sehr tolles Feature, mit dem Sie dann in Zukunft auch werden arbeiten können, ohne ganz mühsam verschiedene Location-Keywords in das System einzugeben. Und damit Sie auch noch mehr Treffer und Ergebnisse bekommen, ist die zweite große Neuerung im Bereich Monitoring unsere massive Quellenerweiterung. Wir haben derzeit verfügbar über 60.000 Online-Medien, mit denen wir arbeiten, und wir wollen das Ganze auf über 200.000 Online-Medien bis zum Jahresende erweitern und sind hier insbesondere im internationalen Bereich dann sehr, sehr viel stärker aufgestellt, sodass auch Unternehmen, die jetzt schon weltweit arbeiten, noch mehr und bessere Treffer mit EchoBot erhalten werden. In unserem anderen Produktbereich der Vertriebsunterstützung freue ich mich sehr auf unser Connect 2.0, also eine deutliche Erweiterung und Verbesserung des EchoBot Connect Tools. Hier werden wir insbesondere daran arbeiten, noch mehr Firmenlistenfunktionen zu unterstützen. Auch die ganz einfache Möglichkeit, Ihre Bestandskunden in das System zu importieren. Das ist momentan noch etwas umständlich. Da muss ich über das Tool Target gehen und das dann zuweisen. Das wird deutlich vereinfacht. Und wir werden auch nochmal inhaltlich auf die News, auf die Daten, auf die Signale schauen, die wir ja letztes Jahr schon massiv erweitert haben, und hier nochmal eine Top-Themenerkennung und ein News-Clustering freischalten. Das hat für Sie zwei wesentliche Vorteile. Zum einen ist nicht jede Nachricht gleich wichtig. Das System wird in Zukunft in der Lage sein, die Wichtigkeit einer Nachricht zu bewerten und Ihnen die wichtigen Nachrichten zuerst oder hervorgehoben darzustellen. Und wir werden auch besser, oder EchoBot wird besser in der Lage sein, unterschiedliche News, die thematisch zusammenpassen, auch mehr zu und besser zu gruppieren. Gerade für das Bestandskundenmonitoring ist das sehr, sehr interessant, wenn Sie eine Liste haben mit über 100 Bestandskunden, die wichtigsten News, die Top-News hier direkt zu sehen, hilft Ihnen natürlich deutlich, diese Kunden noch besser zu betreuen. Neben den Produktentwicklungen führen wir auch mehr Neuerungen im Support-Bereich ein. Insbesondere freue ich mich da auf unsere University, ein zentrales Help-Center, in dem neben Dokumenten und Videos, Anwendungsbeispielen und Screencasts auch die Möglichkeit bestehen wird, dass Sie kleine Zertifizierungen ablegen. Und als EchoBot Certified Professional können Sie danach natürlich im Bereich des Consultings oder der Beratung gerade als Agentur nochmal besonders punkten, und es hilft uns natürlich auch, neue Funktionen und Features Ihnen noch besser bekannt zu machen. Wenn Sie mich noch nicht persönlich kennen, ich sagte es ja eingangs, dann haben Sie dieses Jahr auch dazu die Gelegenheit, bei unseren 4 Kunden-Events, wir machen da eine kleine Roadshow mit dem Namen Echo Boost Konferenz, werden Sie an 4 verschiedenen Orten und Zeitpunkten die Gelegenheit haben, mich und mein Team persönlich auch mal zu quizzen, wenn Sie bestimmte Fragen haben. Das erste Event wird stattfinden im April in München. Die genauen Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung werden wir in den nächsten Tagen im nächsten Newsletter dann ankündigen. Das zweite Echo Boost Event wird in Hannover stattfinden, auf der CeBIT im Juni, im Kontext der CeBIT. Auch dort, wenn Sie da aus der Region sind, freuen wir uns natürlich, wenn Sie vorbeischauen, oder wenn Sie sowieso auf der CeBIT vor Ort sind, können Sie sich gerne auch 1 bis 2 Tage bei uns mit informieren. Und dasselbe eben im September dann in Köln im Kontext der DMXCO werden wir auch vor Ort sein und dann eben hier auch unsere Kunden gerne begrüßen. Und zu guter Letzt das 4. Event dann im November in Berlin. Auch das eine Neuerung, da waren wir bisher auch noch nicht im Bereich unseres Kundenevents. Auch da, wenn Sie aus der Region sind, freuen wir uns natürlich ganz besonders, Sie dann auch gerne das erste Mal begrüßen zu dürfen auf einem Tag. Insbesondere die projektbasierte Arbeit mit EchoBot werden wir dieses Jahr verbessern. Hierzu sind wir mit unserer neuen Business Development Abteilung am Start und können hier deutlich mehr Betreuungsleistungen und Integrationen auch anbieten, auch bei längeren Integrationsprojekten unterstützen, entweder direkt selbst mit unserem Team oder über unsere Partner.
Wenn Sie auch Partner von EchoBot werden wollen, würde ich mich freuen, wenn Sie sich auch bewerben bei uns und eben im Bereich Consulting EchoBot-Leistungen mit auch an Ihre Kunden vorstellen wollen. Dafür haben wir jetzt ein dediziertes Partnerprogramm, was wir auch nochmal neu aufgelegt haben und hier auch in diesem Jahr noch stärker ausbauen werden. Und zu guter Letzt gibt es noch mehr Integrationen und mehr Funktionalitäten im Bereich Anwendungsintegration. Hier kennen Sie vielleicht schon den Punkt CRM, wo wir mit Salesforce, Microsoft Dynamics oder das CAS Genesis World unterwegs sind. Da werden wir einiges auch neu machen, das Ganze noch weiter verbessern im CRM-Kontext. Aber auch im ERP-Bereich freue ich mich, dass da einige große Partner und auch namhafte Firmen mit bei EchoBot in Zukunft auf der Partnerliste und Integrationsliste stehen werden, sodass Sie auch im ERP-Bereich EchoBot weiter noch stärker werden nutzen können. In Summe können Sie darüber natürlich das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Vision erreichen, geschäftsrelevante Daten besser in Ihre Systeme und Integrationen einzubauen, um dann mehr Informationen zu haben, Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und insgesamt die Digitalisierung zu Ihrem Vorteil einzusetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir bei EchoBot Ihnen dabei helfen dürfen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne. Ansonsten auf ein tolles Jahr 2018. Ich freue mich, Sie vielleicht bald persönlich kennenzulernen. Vielen Dank.